Tag, Frau Wichmann. Tag. Kann ich Ihre Kanne leihen? Das Grab ist gestern erst gegossen worden. Bitte. Bitte. Wagen kriegst du nicht. Tag, Schwiegervater. Ich wollte ihn gar nicht. Ich bin bald wieder da. Von mir aus brauchst du nicht wiederzukommen. Aber vielleicht wegen Judith. Wo ist sie denn? Auf dem Friedhof. Am Grab der kleinen Falk. Sie nimmt sich einfach die Kanne und geht zum Grab ihres Kindes. Lass das Grab in Ruhe. Ich will das nicht. Bist du dumm? Warum kannst du meine Trauer nicht annehmen? Ich kann nicht und ich will auch nicht. Warum sollte ich? Gib mir meine Tochter wieder. Judith, Sie haben mich ein paar Stunden früher entlassen. Aber du hättest mich sowieso nicht abgeholt. Oder? Was sagt man, wenn man sich so lange nicht gesehen hat? Ich weiß es nicht. Ich liebe dich, Judith. Lass uns noch mal von vorn anfangen. So gut es geht. Das war eine furchtbare Geschichte damals. Warum habt ihr mir die Akte eigentlich vorgelegt? Weil du sie am Tag seiner Entlassung vorgelegt haben wolltest. Und? Warum wollte ich das? Der Staatsanwalt meinte damals, wir sollten uns kümmern, wenn er rauskommt. Nur unsere aktuellen Fälle lassen uns eben wenig Zeit für Gedankenspiele. Also, irgendwie verliert man den Faden. Also, Stefan Reiter kommt am Nachmittag von seiner Freundin nach Hause. Mit fast 2 Promille. Er will schlafen. Die Vögel im Garten stören ihn.
Dann nimmt er sein Kleinkalibergewehr und schießt aus dem Fenster. Das war dann der Tod der kleinen Irina Falk. Kinder hätten, wäre alles nur noch viel schlimmer. Für die und für uns beide auch. Sag mir bitte was. Irgendwas. Du tust mir weh. Ich weiß, was du denkst. Ich habe sie nicht angerufen. Sie hat mich auch nicht besucht. Bist du jetzt zufrieden? Und ich werde sie auch nicht mehr sehen. Es ist schwer, dich zu lieben, weißt du das? Ist es zu schwer? Ich weiß es nicht. Stefan! Und jetzt? Und jetzt? Fahren wir zu dir nach Hause. Fahren wir? Ja. Na dann. Hättest mich wirklich mal besuchen können im Knast. Findest du? Wie war es denn so? Am liebsten hätten sie mich umgebracht. Kindermörder, haben sie zu mir gesagt. Henry, hey. Ja, was ist los? So lange kann das noch nicht dauern, oder stimmt was nicht mit dem Kennzeichen? Ja, ich warte. Ja? Wer? Na wunderbar. Nochmal. Ja, das ist sie, seine Freundin von damals, Sabine Bittner. Ja, ich muss jetzt Schluss machen, Ende. Was suchen Sie denn hier? Wie geht es Ihnen, Frau Reiter? Was wollen Sie jetzt wissen von mir? Mein Mann ist heute entlassen worden. Ja, ich weiß. Sind Sie deswegen hier? Sonst kann ich Ihnen nur sagen, es ist alles so furchtbar, wie es die ganze Zeit über war. Es wird doch nie aufhören. Wo ist Ihr Mann? Mein Mann ist zu seiner Firma. Vielleicht nehmen Sie ihn ja wieder. Tag, Frau Falk. Herr Kress, guten Tag. Ich wollte, ja, darf ich reinkommen? Ist Ihr Mann da? Mein Mann ist zur Schicht. Ah ja.
Und wie geht's Ihnen? Sowas darf man mich nicht mehr fragen. Entschuldigen Sie, Frau Falk, das war wohl falsch eben. Kommen Sie rein? Ja, danke. Noch, wie viele Sie hatten. Ja, ja. Entschuldigung. Irgendwie ist da was los. In der Geschichte Falk und Reiter. Wieso? Gibt's was Neues? Habt ihr Jan Falk gesprochen? Der ist nicht zur Arbeit erschienen auf dem Stellwerk. Was ist der nicht? Der ist nicht zur Schicht gekommen. Lügen doch alle. Warum bloß? Ja, Falk hier. Hallo. Wer war das? Ich weiß es nicht. Kress war hier. Der Kress? Was wollte der? Er hat nach dir gefragt. Ich habe gefragt, was er wollte. Ich weiß es nicht. Was wollte er? Ich weiß es nicht. Weißt du, ob der da ist? Woher soll ich das wissen? Ich habe ihn gesehen heute Nachmittag. Im Auto von seiner Freundin. Die von damals. Lass uns wegziehen von hier. Ich halte es nicht mehr aus. Wie denn? Thank you.
Excuse me, do you have a light? Hier wird nicht geraucht. Natürlich haben dir die was mitgebracht, Werner. Komm rüber. Johnson? Ah. Ja. Nein. Okay. Ja, danke. Ende. Straßenbahn Endhalt, hier steht, ist ein Mann gefunden worden. Erstochen von hinten. Sag mal, was soll denn das? Der Name des Ermordeten ist Stefan Reiter. Wir müssen gehen. Kein Essen? Nein. Hast du nicht gehört, Riedmann? Kein Essen. Komm, komm. Gibt es nichts zu sehen. Kommen Sie, bitte stören Sie nicht die Ermittlungen. Kommen Sie. Es kann sich hier keiner. Der Täter muss hinter ihm gewesen sein. Wir haben eine Zeugin, Leo. Vom Mord? Wollen wir es hoffen? Guten Abend. Können wir Ihren Namen haben? Ja, Wieland heiße ich. Saskia Wieland. Ich wohne gleich hier vorne. Das ist der Chris, Herr Heimann. Mein Name ist Johnson. Ging jetzt weiter? Ja, ich bin mit dem Mann und noch einem jungen Farbigen in der Straßenbahn gefahren. Ja? Und wir sind hier zusammen ausgestiegen. Ja, aber da müssen Sie doch was gesehen haben. Nein, der junge Typ und ich, wir sind ja daher gegangen. Ja, und der Mann, in die Richtung. Woher wollen Sie dann wissen, was passiert ist? Und als ich die Polizei gehört habe, bin ich wieder raus aus meiner Wohnung, hier runter. Und da lag der Mann dann da. Entschuldigung. Beim Aussteigen. Verzeihung, Kollege, ne? Ja. Beim Aussteigen ist Ihnen da irgendetwas aufgefallen? Nein. Ja, war vielleicht noch jemand an der Endstation? Nein, niemand. Der Abteil, im Abteil war da was? Abteil? Ah ja, der junge Farbige, der hat den Mann nach Feuer gefragt. Ja, aber der hat ihm keins gegeben. Und der ist dann auch ausgestiegen? Na ja, hab ich ja gesagt. Tja, Leo, mitten ins Herz. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar von hinten, ein einziger Einstich. Das Messer haben wir vorerst noch nicht gefunden, Leo. Also der Breite des Strichs nachzuurteilen, muss die Klinge ziemlich lang sein. Ja, Werner, dann werdet ihr morgen bei Tageslicht die ganze Umgebung noch mal nach dem Messer absuchen. Es gibt genug Vorgärten, Hecken und so weiter, ne? Leo? Ja? Entschuldige, ich muss weitermachen. Willst du deinen Bericht morgen haben? Kann ich die Bestattung schon anfordern? Ja, natürlich. Vielleicht haben wir es diesmal nicht ganz so schwer. Findest du? Wir kennen die zwei Häuser, in denen wir suchen müssen. Das wissen die in den beiden Häusern auch. Und damit wird es wieder schwer. Womit fangen wir an? Mit unserem Beileid. Guten Abend. Guten Abend. Kriminalpolizei, mein Name ist Kress. Tauber. Können wir reinkommen? Bitte. Danke. Ich bin der Vater von Frau Reiter.
Ich lebe hier. Guten Abend. Entschuldigung, Frau Reiter. Was ist passiert? Es tut mir furchtbar leid, aber Ihr Mann... Ja? Ihr Mann ist getötet worden. Vor ungefähr einer Stunde. Moment. Bist du immer noch der Meinung, dass es richtig war, hier anzufangen? Ja, das kannst du nicht machen. Einfach weglaufen. Stell dich der Situation, Judith. Wieder. Frau Reiter, wir möchten Ihnen unser Beileid aussprechen. Ja, danke. Das wird jetzt sehr schwer für Sie, aber es muss sein. Sie wissen, wo Ihr Mann abends war? Er hat wirklich nichts getaugt. Gar nichts. Das ist Ihnen doch wohl nicht neu. Frau Reiter. Woher soll ich denn wissen, wo er war? Sie erfahren es ja doch. Er war bei seiner Freundin, Frau Bittner, nicht? Ja. Wir haben mit ihr telefoniert, ja. Und? Was hat das zu bedeuten? Ich warne Sie. Machen Sie keinen Fehler. Fragen Sie drüben nach. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die haben vielleicht sogar ein Recht dazu. Bitte, bitte, hör auf. Haben Sie. Ich muss Sie das fragen. Wo waren Sie heute Abend? Bitte. Wir waren den ganzen Abend hier zusammen. Wir können das bezeugen. Gute Nacht. Gute Nacht. Er hat doch genau gewusst, wo Stefan Reiter war. Wer? Der Vater von ihr? Bei der Freundin? Ja, klar hat er es gewusst. Herr Fuhrer. Entschuldigung, dass wir so spät noch stören. Ja? Sie wissen, was passiert ist? Nein, was ist passiert? Ihr Nachbar ist ermordet worden. Erstochen. Vor ungefähr eineinhalb Stunden. Und was wollen Sie von uns? Ach so, eins und eins ist zwei. Es kommt also darauf an, wer von uns beiden es war. Kommen Sie rein, bitte. Danke. Was ist denn passiert, um Gottes Willen? Wir wollten schon heute Nachmittag mit Ihnen reden. Worüber wollten Sie mit mir reden? Meine beiden Kollegen haben Sie an Ihrem Arbeitsplatz nicht angetroffen. Was? Wieso warst du nicht bei der Arbeit? Ist das verboten? Das geht Sie nichts an. Herr Kress, entschuldigen Sie. Ja? Ich verstehe das nicht. Ich bin völlig durcheinander. Entschuldigen Sie. Zufrieden? Nein, wir warten auf eine Antwort. Ich war beim Arzt. Orthopäde, Dr. Weingarten, das können Sie nachprüfen. Das werden wir auch tun, Herr Falk. Ja, und dann? Hatte ich keine Lust mehr zur Arbeit. Nach dem, was der mir erzählt hat. Denn gestern Abend, wo waren Sie da? Da war ich hier, wenn Sie das meinen. Ja, das meinen wir. Und Ihre Frau? Auch meine Frau. So war das. Sie wissen, dass diese gegenseitigen Bezeugungen von Ehepaaren vor Gericht nicht viel wert sind, nicht? Wollen Sie mich verblöde? Oder wollen Sie mir drohen? Ja, natürlich nicht. Danke, das war's. Erwarten Sie nicht, dass mir das leid tut, dass er tot ist. Nein. Wolltest du ihm denn drohen? Überhaupt nicht. Kennst mich doch nicht. Gute Nacht. Sag was, Leo. Diesmal haben wir es leichter, nicht? Von wegen.
stehen die hinter den dunklen Fenstern und strahlen uns an. Und einer von denen war's. Und wenn nun alles ganz anders ist. Bist du verrückt? Wir brauchen das Messer. Und außerdem... werden wir morgen weiter nach Zeugen suchen, bei der Endhaltestelle. Ja, irgendwer muss doch was gesehen haben. Entschuldigung, wir haben Sie ganz vergessen. Das habe ich gemerkt. Tut uns leid, Frau Büttner. Wir würden gerne ein Protokoll mit Ihnen machen. Guten Abend, mein Name ist Chris. Ja. Ich kann leider nicht länger bleiben. Ich hätte schon längst bei der Arbeit sein müssen. Ich kann ja morgen Nachmittag wieder kommen. Was arbeiten Sie denn, Frau Büttner? An einer Bar an der Disco. Von 10 Uhr abends bis 5 Uhr früh. Wollen Sie nicht doch Platz nehmen? Ich kann leider nicht. Ich muss jetzt los. Sie hätten mir übrigens ruhig ihr Beileid aussprechen können. Ich habe Stefan niemanden weggenommen. Nein. Nein. Seine Frau hat seit Jahren ein Verhältnis mit Jan Falk. Ich möchte gern, dass das ins Protokoll kommt. Das hat Ihnen niemand gesagt, mit Sicherheit. Woher wissen Sie das? Von ihm, von Stefan. Es hat eben alles seine zwei Seiten. Gerade Sie müssten das doch wissen, Herr Kress. Er war kein schlechter Mensch. Werner, geh bitte mit. Ich kann hier nicht allein im Haus rumlaufen. Wie ich es gesagt habe, kann alles ganz anders sein. Ist ja gut, ist ja gut. Wieso haben wir das damals nicht ermittelt? Es hat damals keine Rolle gespielt. Ich mach Schluss. Man muss das erstmal verarbeiten. Ja, und wenn's nicht stimmt? Was dann? Kann doch sein. Och, frag mich das morgen noch mal. Was ist denn mit ihm los? Der ist nach Hause, schlafen. Das Messer haben wir immer noch nicht gefunden. Das Messer alleine bringt uns gar nichts. Wir brauchen auch die Fingerabdrücke von den Falks und von den Reiters. Lasst nicht mehr machen. Gute Nacht. Und wir beide schlafen jetzt hier, oder was? Sicher nicht. Oder vielleicht doch. Nachmittag hier gesessen. Oh, der hat gewusst, dass Stefan Reiter wieder zu seiner Freundin geht. Vor zwei Jahren war er öfter da. Kann ich bezahlen, bitte? Ja. 4,50, bitte. Ja. Okay. Wir brauchen Zeugen. Sabine Bittner ist eben gekommen. Allein? Du hast heute Nacht ihre Lektion über Moral nicht verstanden. Wir müssen los. Danke. Oh, Moment. Oh, stimmt so. Danke. Ja, Johnson. Ah. Okay. Danke. Okay, wieder. Wir haben ein Messer gefunden. Großes Messer. Na bitte. Ich kann Kaffee haben. Hier. Wir haben deine Zeugen, Leo.
Bonbon? Holen wir es auf? Ja, ich bin mit dem Mann und noch einem jungen Farbigen zusammen in der Straßenbahn gefahren. Ja. Wir sind hier zusammen ausgestiegen. Seine Frau hat seit Jahren ein Verhältnis mit ihm. Machen Sie keinen Fehler. Fahren Sie drüben nach! Kuckuck, Kuckuck, Zahn und Zahn, die haben vielleicht ein Recht dazu. Bitte, auf! Was ist denn passiert, um Gottes Willen? Deine beiden Kollegen haben Sie an Ihrem Arbeitsplatz nicht angetroffen. Was? Du warst nicht bei der Arbeit? Wo waren Sie heute? Wir waren den ganzen Abend hier zusammen, wir können das bezeugen. Glauben Sie nicht, dass mir das leid tut, dass der tot ist. Das war eine furchtbare Geschichte. Stefan Reiter kommt nach Hause mit fast 2 Promille. Er will schlafen, die Vögel im Garten stören ihn. Dann nimmt er sein Kleinkalibergewehr und schießt aus dem Fenster. Wirklich nichts getaugt. Er war kein schlechter Mensch. Alles hat eben seine 2 Seiten. Gerade Sie müssten das doch wissen. Mitten ins Herz. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das war von hinten. Wir waren gerade in einem Beerdigungsinstitut. Herr Tauber, was haben Sie gestern Nachmittag in dem Café gemacht? Was für ein Café? In dem Café gegenüber von der Frau Bittner. Ich? Ja, Sie. Sag mal, bist du verrückt geworden? Er taugt wirklich nichts. Ein Stück Dreck. Ich möchte Sie bitte alleine sprechen. Ich werde mitkommen. Du wirst nicht mitkommen. Wir haben das Messer gefunden. Jan? 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 Sie haben angerufen, warum du schon wieder nicht zur Arbeit gekommen bist. Weil ich krank bin. Warum quälen Sie mich so? Ich versuche herauszufinden, wer Ihren Mann getötet hat. So langsam werden Sie die Wahrheit herausfinden. Was für eine Wahrheit? Ich habe nicht mitbekommen, dass du mit dir ein Verhältnis hast. Der Tod unseres Kindes war nicht schlimm genug. War Ihr Vater gestern Abend wirklich zu Hause? Ja. Und Sie? Ja, ich auch. Und gestern Nachmittag? Bin ich zum Einkaufen gefahren, das haben Sie doch noch gesehen, oder? Sie haben einen Falk getroffen, nicht? Nein. Doch, Frau Reiter. Nein. Doch, Sie haben ein Verhältnis mit ihm. Aber das können Sie doch gar nicht wissen. Ich weiß es aber. Schließlich bin ich Leiter einer Mordkommission. Ja, stimmt. Als es passierte, da wollte ich abbrechen. Aber ich wusste doch überhaupt nicht, wie ich weiterleben sollte. Ich habe doch jemanden gebraucht, der mich in den Arm nimmt. Damals, verstehen Sie? Mit meinem Vater.
Ort, da bin ich niemals ausgekommen. Ja, was soll ich denn jetzt glauben? Dass Sie oder Jan Falk Ihren Mann aus dem Weg geräumt haben, ja? Frau Reiter, haben Sie mir etwas zu sagen? Was schaust denn so? Und was ist, wenn ich sage, dass du gestern Abend gar nicht da warst? Das kannst du nicht machen. Wieso kann ich das nicht machen? Du wirst mich kaputt machen. Das ist es. Du wirst mich vernichten. Ich kann auch sagen, dass du nicht zu Hause warst. Dann mach das doch. Mach's doch. Geh. Geh doch raus, er ist noch draußen. Frau Falk, kann ich Ihnen helfen? Ja? Ich dachte, Sie kommen noch. Ja, wir kommen auch noch. Aber das ist es nicht, oder? Mein Mann hat ein Verhältnis mit Judith Reiter gehabt. Ja, ich weiß das, Frau Falk. Gehen Sie doch ran. Denken Sie noch manchmal an mein Kind? Ja. Einer von uns beiden hat Stefan Reiter umgebracht, nicht? Ja. Entschuldigen Sie. Isa 3117. Ja, Werner. Was hat sie? Eine Frau weglaufen sehen? Ich bin schon unterwegs. Es ist einfach so, dass ich auf dem Balkon rauchen muss. Das geht nicht anders wegen meinem Mann. Und da haben Sie die Frau dann laufen gesehen? Ja, sie muss ziemlich nah an meinem Balkon vorbei. Oh. Ja, bitte. Ist das das Messer? Ja, aber wir können jetzt gleich das Protokoll machen. Ja. Guten Tag, mein Name ist Kress und Sie sind? Frau Walter. Ja, Frau Walter. Ich habe den Herrn da angesprochen. Das ist der Riedmann, Kumpel. Und Sie können die Frau beschreiben, die Sie gesehen haben? Ja, das kann ich. Wunderbar. Ja. Guten Tag, es ist 15 Uhr, da soll ich doch hier sein. Das ist sie. Moment mal. Frau Wieland, Sie haben doch gesagt, Sie wären in die andere Richtung gegangen als das Opfer. Ja, bin ich ja auch. Also diese Frau habe ich gesehen. Jetzt bitte, ja. Sind Sie schnell gelaufen? Ja, um die Uhrzeit laufe ich immer schnell. Vielen Dank, Frau Walter. Ja? Sie haben uns wirklich sehr geholfen. Oh ja, bitteschön. Das letzte Mal, dass wir uns so treffen. Aber was soll denn das heißen, so? Ich will nicht mehr, dass wir uns treffen. Es ist aus. Judith. Vorbei. Schluss.
Dein Kind ist tot, Stefan ist tot und... Und ich empfinde nichts mehr für dich. Judith. Nein, bitte, lass mich in Ruhe, ich will nicht, dass du mich anfasst. Was erwartest du von mir? Soll ich hingehen und sagen, ich habe Stefan umgebracht? Hab ich ihn umgebracht? Was soll denn das jetzt? Was erwartest du denn von mir? Nichts, gar nichts. Nein, komm mir nicht zu nah. Ich werde mich von Christina trennen. Wozu? Wozu das denn? Weil wir dann zusammenleben könnten. Judith, wir könnten das machen, was wir immer machen wollten. Das wollten wir doch machen. Das geht jetzt nicht mehr. Alles vorbei ist, verstehst du? Aus, Schluss, Ende. Es wird sich sowieso alles von selber regeln. Was wird sich von selber regeln? Christina war gestern Abend nicht zu Hause. Das ist schon merkwürdig. Was? Es gibt keine verwertbaren Fingerabdrücke auf dem Griff. Chris. Ja. Was? Ja, klar. Bitte. Danke. Dann sucht mal schön. Nach was? Nach Handschuhen zum Beispiel. Ach, Werner. Kannst du mich erst mal alleine lassen? Ja. Und einen Durchsuchungsbefehl kriegen wir nicht? Mal gegen wen denn? Sag mal. Bis später. Ja? So für Sie. Danke. Frau Falk, kommen Sie. Guten Tag. Viel hat sich nicht verändert hier in den letzten 2 Jahren. Nein. Still ist es geworden. Damals waren so viele Leute da. Bitte, nehmen Sie Platz. Ja. Auf diesem Stuhl habe ich gesessen. Gott, was ist furchtbar. Können Sie sich vorstellen, dass man sich mit einer Tat von einem Trauma befreit? Oh ja, das kann ich. Dann habe ich jetzt schlechte Karten. Ich war nicht zu Hause gestern Abend. Was bringt Sie dazu, mir das zu sagen? Ist das der Anfang von einem Geständnis? Ich wollte meinem Mann zuvorkommen mit dieser Aussage. Er will mich verlassen. Er will mich loswerden. Mit dem Tod unserer kleinen Tochter war unsere Ehe endgültig kaputt. Kennen Sie das Messer? Frau Falk, was erwarten Sie von mir? Sie sind hier bei der Mordkommission. Ich muss doch solche Fragen stellen. Also, kennen Sie das Messer? Nein. Vermissen Sie ein paar Handschuhe? Was? Um die Jahreszeit vermisst doch keine Handschuhe. Was haben Sie denn gemacht gestern Abend, als Sie weggegangen sind? Die Entlassung von Stefan hat mich ziemlich aufgewühlt. Alles ist wieder hochgekommen. Ich bin herumgelaufen, ziellos, in unserem Viertel. Ich war auch an der Straßenbahn-Endhaltestelle. Und gesehen hat sie niemand? Das ist mir nicht bewusst. Ich bin rumgelaufen, wie in Trance. Ja, ich bin einfach rumgelaufen. Aber Sie glauben mir nicht. Frau Falk, es geht nicht darum, was ich glaube. Es geht darum, was ich weiß.
Tag, Herr Falk. Er ist da drüben in seinem Garten. Woher weiß der, zu wem wir wollen? Schon alles ein bisschen merkwürdig hier. Lauern Sie mir auf. Guten Tag. Grüß Gott. Haben Sie Ihrer Tochter erzählt, wo Ihr Schwiegersohn gestern war? Gestern Nachmittag? Bei seiner Freundin. Sie machen das wie einen Überfall, was? Wir haben Sie was gefragt, Herr Tauber. Wissen Sie, dass ich früher Schlachter war? Nein? Sollten Sie aber wissen. Herr Tauber, wir haben Sie was gefragt. Nein. Ich habe meiner Tochter nichts davon erzählt. Nach dem Café bin ich hierher gekommen. Dann bin ich in den Schuppen gegangen. Da habe ich mein Handwerkszeug von früher. Dann habe ich eins von den Messern genommen und bin los. Bei der Straßenbahn, Endstation, habe ich auf ihn gewartet. Ich habe ihn getötet. Jetzt können Sie mich festnehmen. Was machst du denn da? Ihr Vater hat gerade gestanden. Sie glauben ihm? Kannst du mir erklären, was das soll, hä? Ihr Vater war früher Schlachter, haben wir gerade erfahren, und er hat sein Handwerkszeug in dem Schuppen aufbewahrt. Können wir das mal sehen? Ja, bitte. Na los, zeig's ihn. Willst du? Mit dir reden. Es tut mir leid, dass ich so zu dir war. Gestern am Grab von Irina. Was passiert denn jetzt? Sie wollen die Messe von Vater sehen. Jan hat auch noch einen Schlüssel von eurem Schuppen. Haben Sie jetzt was zu sagen, Herr Tauber? Ich? Ich habe Ihnen weiter nichts zu sagen. Herr Tauber, jetzt wird's ernst. Judith, das mit Stefan, das tut mir leid. Sie verlassen das Haus bitte nicht. Was soll das heißen? Was ich gesagt habe. Und Ihre Tochter auch nicht. Sagen Sie es ihr. Passt genau. Dann mach mal. Foto bitte. Zähne ausbeißen. Von wem haben Sie das mit dem Schlüssel? Von mir. Das ist der Schlüssel zu dem Schuppen. Und nur, Herr Falk?
Aber ich war doch hier gestern Abend. Was soll denn das? Das wird dir keiner bestätigen. Moment. Du hast mir doch gesagt, ihre dass Frau das ganz... Frau war bei mir und hat ausgesagt, dass sie am Abend nicht da war. Es gibt also keinen Zeugen. Ich habe aufgehört mit dem Lügen. Sieht nicht gut aus, Herr Falk. Der Schlüssel zum Schuppen. Da kann meine Frau auch dran. Ach ja, gut. Wir sichern gerade Spuren, dann geben Sie uns Ihre Fingerabdrücke zum Vergleich. Überhaupt nichts werde ich Ihnen geben. Wie komme ich denn dazu? Sie bleiben hier. Wir warten auf einen von uns. Schaffen wir mal die Mädels hoch. Und dann? Sagt ihr, ihr wollt ihn mitnehmen aufs Präsidium? Ja, und? Na, setzt ihn in den Wagen da. Ja, wir würden gerne wissen, was passiert. Wieso Jan Falk? Na, weil der es mit ziemlicher Sicherheit nicht war. Mein Gott, das sind ganz normale Menschen hier. Die sind in eine Katastrophe geraten. Die halten das nicht mehr aus. Die wollen, dass das endlich vorbei ist. So. Und nun macht bitte, es muss sein. Jetzt gehen Sie zu Falks. Was denn du so? Bin ich jetzt festgenommen? Oder was soll das heißen? Wir fahren jetzt erstmal aufs Präsidium. Ja, bitte, Herr Falk. Nimmst du ihn bitte mit ins Präsidium? Ja. Geh dir aufs Dorf. Sie haben auf mich gewartet? Ja. Ich habe es nicht mehr ertragen. Ich weiß. Jan Falk war es nicht. Ich habe meinen Mann getötet. Aus Wut und Enttäuschung. Jetzt ist alles vorbei.